Ja, ich bin voll in den Suchmodus. Ne? Ich habe hier meine Sonnenbrille verlegt und jetzt bin ich ziemlich verlegen. Ich weiß nicht, wo das gute Teil ist, wo ich sie abgelegt habe. Muss ich zunächst mal überlegen und dann bin ich überlegen über die Situation. Ne? Ich habe schon gedacht, vielleicht ist sie verschollen in einen Weihnachtsstollen, das ist ja auch bald Zeit. Meine Frau gefragt, die hat keine Weihnachtsstollen gebackt. Ne? Und Tiefkühltruhe habe ich auch hier nachgeguckt, da hat es auch keine Schollen. Ne? Und weder bei mich im Garten noch bei meinem Nachbar, bei den Horst, der hat auch keinen Teich mit Schollen. Ne? Kann auch nicht sein. Jetzt habe ich überlegt, wo kann das Teil sein, wo habe ich das abgelegt, weil das ist mir schon jetzt nicht ans Herz gewachsen, sondern mehr an der Nase. Wo kann das Teil sein? Ne? Das ist eine Sache. Ne? Vielleicht umgelegt habe ich sie nicht, ja, das ist ja, da kommst du ja hier dran mit hier Verhaftung und so. Ne? Sonnenbrille umlegen, machen wir nicht. Ne? Aber vielleicht bin ich nochmal in den Garten gehopst. Vielleicht ist auch irgendwo, dass ich sie abgelegt habe, noch nie ist jetzt ein Ableger draußen. Da weiß ich auch. Hey, guck, da wachsen auch keine kleinen Sonnenbrillen. Nichts, null. Und wie gesagt, bin ganz verlegen. Jetzt die nächste Möglichkeit ist vielleicht, habe ich mal geguckt, in der Stadt, da ist eine Firma, die kennt sich aus. Ne? Die Firma heißt Verlag. Ne? Und mal Internet geguckt, die tun auch verlegen. Na, die sind ja dann Profis in diese Geschichte. Da gehe ich gleich mal hin und ja, da habe ich kein Bild von meiner Sonnenbrille. Ne? So können die Stadt an die Straßenlaterne machen, ne, wo sie die Katze Mickey gesucht wird und drunter Sonnenbrille entlaufen. Wo? Hinweise bitte an der nächste Solarstudio oder so ähnlich, ne?